So Leute, nachdem wir das letzte Mal schon mal jetzt nochmal Jumpstart hatten, kommt jetzt halt nochmal Modern Horizon in Englisch. Nachdem jetzt Modern Horizon 2 auch interessant war, gucken wir uns Modern Horizon 1 nochmal an. Rocks Veteran, 4 Mana 2/4 Battle Cry. Und wenn er angreift, tappt ihr eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert. Reckless Charge, Sorcery, eine Kreatur kriegt plus 3 plus 0 und Eile bis zum Ende des Zuges mit Flashback, okay. Sporthrock, 1 Mana 1/1, wenn er ins Spielfeld kommt. Man kann ihn opfern, um allen Schaden in dieser Runde zu verhindern. Geile Karte. Finde ich cool, dass die jetzt auch modern ist. Rain of Revelation, 4 Mana Instant, man zieht 3 Karten, wirft danach eine Karte ab. Borgrudgeon Dragonheart, 3 Mana 2/2. Und man kann eine andere Kreatur opfern, um dem bis zum Ende des Zuges einen 4/4 Drachen werden zu lassen mit Eile und Fliegend. Knight of the Old Benalia. 5 Mana 3/3 mit Suspend, Alter. Und wenn der ins Spielfeld kommt, kriegen andere Kreaturen, die er kontrolliert, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Uff. Diabolic Edict. 2 Mana Instant. Ein Spieler eurer Wahl opfert eine Kreatur. Früher ein Staple, heute, naja. Phantom Ninja. Phantom Ninja kann nicht geblockt werden. 3 Mana 2/2 Illusion Ninja. Cave of Temptation. Tappen für ein farbloses 1 Mana. Tappen, man kriegt mal eine beliebige Farbe. 4 Mana tappen, opfern, legt 2 plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur eurer Wahl. Water Eye Witch. Ne, Ward Eye Witch. 3 Mana 3/2. Und immer wenn die oder eine andere Kreatur stirbt, scryen's. Goblin Oriflame. Enchantment, alle angreifenden Kreaturen kriegen plus 1 plus 0, zumindest die von meinem selber. Und Nirophage, 4 Mana 1, 2 fliegend und immer wenn ihr eine Karte zieht, kriegt ihr eine plus 1 plus 1 Marke. Das ist cool. Convera Wurm, 5 Mana 4, 4 Trampel, für 4 Mana kriegt ihr plus x plus x, wobei x die Anzahl an Snow Permanences. Das kann mächtig sein. Und unser Rare ist, Yawgmoth. Thran Physicon. 4 Mana 2/4 Schutz vor Humans. Ihr könnt ein Leben bezahlen und eine andere Kreatur opfern. Und eine minus 1 minus 1 Marke auf eine andere Kreatur eurer Wahl legen. Für 2 Mana dürft ihr Cut Up und Proliferated. Coole Karte. Snow-Covered Island. Ah ja, stimmt, hier waren ja auch noch Art Cards drin. Und ein Goblin. Das war wirklich ein cooles Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablaxit. Ciao, ciao.